Herzlich willkommen bei Pur Plaisir. Mein Name ist Thomas Dippel und ich backe heute Abend mit euch ein Brot. Also, wir haben hier ein normales Weizenmehl, Typ 405, ein Vollkornweizenmehl, frische Hefe, Salz, Oliven, ein paar Kräuter, je nach Belieben. Lauwarmes Wasser, ganz wichtig, nicht zu heiß. Damit fangen wir auch an. Die Hefe in eine Schüssel. Ein Teil von dem Wasser drauf. Das Rezept verlinke ich auf meiner Webseite später. Wirklich wichtig, dass das Wasser nicht zu heiß ist, sonst stirbt die Hefe. Dann geben wir einen Teil von dem Mehl damit rein. Und das Ganze lassen wir stehen, bis es anfängt Blasen zu werfen. Also dauert, wenn es warm ist, 10-15 Minuten etwa. Dann sieht man, dass die Hefe aktiv ist. So. Gut, während die Hefe am Gehen ist, fangen wir schon mal an, machen das normale Mehl in die Schüssel. Das Weizenmehl mit rein. Das Salz, dann nehme ich immer ca. 20 bis 25 Gramm auf ein Kilo. Hier habe ich ein halbes Kilo, also 10 bis 12 Gramm. Dann zuerst alle trockenen Zutaten vermischen. Das ist ganz wichtig, damit sich das Salz gut verteilt. Und das Mehl dann auch schön gemischt wird mit den beiden verschiedenen Sorten. So. Jetzt mache ich noch ein bisschen gehackte Kräuter mit rein. Hier ein bisschen Rosmarin und ein bisschen Thymian. Das kann man sich aussuchen, was man am liebsten mag. Man kann zum Beispiel auch sonnengetrocknete Tomaten mit reinmachen. So. Das hacke ich jetzt ein bisschen grob. Die Oliven kommen gleich mit rein. Wichtig bei Brot ist eigentlich, Brot braucht hauptsächlich Zeit, ansonsten braucht man nicht viel. Ich nehme lieber weniger Hefe, als in vielen Rezepten angegeben ist. Aber dafür lasse ich das Brot einfach viel, viel länger stehen. Also man kann es zum Beispiel auch am Vortag machen. Dann brauche ich beispielsweise nur 10 Gramm Hefe auf 1 Kilo. Und dann lasse ich den Teig im Kühlschrank gehen. Das geht dann sehr langsam, aber dafür ist das Brot sehr viel besser am Ende. So, die Hefe ist jetzt schon schön schaumig geworden, wie man sehen kann. Die kommt jetzt hier mit rein. Ich nehme immer ein bisschen mehr Wasser als in Deutschland eigentlich üblich, also auf 500 Gramm Mehl. Kommt immer auf die Mehlsorte an, bis zu 70%. Also ich habe jetzt hier 350 Milliliter. Ich mache jetzt nicht alles auf einmal rein, sondern nach und nach. Aber so ein Teig kann ruhig ein bisschen mehr Flüssigkeit haben, als man das oft meint. So, jetzt mit der Teigkarte von außen nach innen vermischen. Wer eine Knetmaschine hat, kann es natürlich in der Maschine machen. Ich mache es immer ganz gerne so, ist ein bisschen Sportausgleich. Man sieht schon, Vollkornmehl braucht öfter ein bisschen mehr Wasser als normales Mehl. Das heißt, es kann sein, dass 350 Milliliter hier noch gar nicht reichen. Das kann auf jeden Fall rein.
kleines bisschen Wasser muss noch dazu. So, machen wir noch einen Schuss rein. Fläche. Das sieht noch ein bisschen weich aus, soll aber genauso sein. So, und jetzt macht man, gibt es eine Technik wie bei den Franzosen. Man nimmt ihn von der Seite, hebt ihn hoch und schlägt ihn übereinander. Das sieht erstmal so aus, als ob das nichts werden würde, der Teig. Das dauert ein paar Minuten, bis sich das Gluten im Teig entwickelt hat. Und dann bekomme ich auch mit viel Flüssigkeit einen schönen weichen Teig. Wie gesagt, eine Knetmaschine tut es auch, spart einem eine Menge Arbeit. Aber manchmal finde ich, ist das Ergebnis mit der Hand doch ein bisschen besser. Warum? Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. So, immer schön von der Seite rein, hochheben und auseinanderziehen. So eine Teigkarte ist dabei ganz praktisch. Man merkt schon, wird ein bisschen elastischer der Teig. Das kann schon mal 5 Minuten dauern, vielleicht sogar 10. Aber das Ergebnis ist dafür sehr, sehr gut. So, nach 10 bis 15 Minuten schaut das Ganze dann so aus. Nimmt schon ein bisschen eine schöne Form an. Wir falten das jetzt noch ein paar Mal. Das gibt dem Teig dann nachher Stabilität. Zurück in die Schüssel. Und hier lassen wir ihn jetzt zum ersten Mal gehen, ungefähr bis er sich verdoppelt hat. Also wie gesagt, lieber mehr Zeit, kann ruhig 2 Stunden dauern, 1 Stunde auf jeden Fall. Braucht auch nicht zu warm zu stehen, das macht er schon von alleine. Ein bisschen abdecken mit einer Folie oder mit einem feuchten Tuch und fertig. So, der Teig ist schön aufgegangen, wie man sieht. Jetzt kommt er auf eine bemehlte Fläche. So eine Teigkarte ist immer sehr praktisch. Kostet 1-2 Euro, aber macht einem das Leben sehr viel einfacher. So, jetzt falten wir es nochmal wie vorhin.
bisschen die Luft rausdrücken dabei. Jetzt merkt man auch schon, der Teig ist relativ stabil geworden. So. So sollte das dann aussehen. Schöne glatte Oberfläche. Ich lege ihn jetzt auf ein Backpapier, kann man auch einfach auf ein Blech legen. Ich mache es ganz gerne so. Hier muss er jetzt nochmal ruhen. Kommt noch ein bisschen Mehl drüber. So, jetzt schneide ich ihn noch ein. Scharfes Messer nehmen und schön die Oberfläche einritzen. Jetzt lassen wir das Ganze noch mal ungefähr eine halbe Stunde etwa gehen. Und dann kommt er in den Ofen. So, wie man sehen kann, ist das Brot schön aufgegangen. Jetzt habe ich, das größte Problem ist meistens der Ofen bei vielen. Er wird entweder nicht heiß genug oder die Hitze ist nicht gleichmäßig verteilt. Deswegen lege ich immer erst ein Blech, kann ein dickes Blech sein oder irgendwas ähnliches, in die Pfanne, lasse es richtig heiß werden und darauf kommt dann das Brot. Zusätzlich mache ich unten in den Ofen noch eine Schüssel mit Wasser, so für die ersten 20 Minuten, damit nachher im Ofen schön ein bisschen Wasserdampf ist, das gibt eine gleichmäßigere Kruste. So. Da merkt man schon, hier kommt viel Dampf aus dem Ofen. Das ist einfach eine Glasschüssel, die ist richtig schön heiß jetzt. Und unten drin ist einfach ein Behälter mit heißem Wasser, kochendem Wasser. So, jetzt hebe ich das hier vorsichtig rüber. Aufpassen mit der Schüssel, also sehr heiß. Und jetzt kann das Ganze so in den Ofen. Ich mache es immer erst bei meinem Ofen. Bei höchster Temperatur, also bei mir sind das 230 Grad. Das, je nach Ofen ist es natürlich unterschiedlich. Ich mache immer ganz gerne Ober- und Unterhitze. Dann trocknet das Brot nicht so aus. Muss man ein bisschen ausprobieren. Nach etwa 20 Minuten nehme ich das Wasser raus, das Blech mit dem Wasser. Dann drehe ich den Ofen auf etwa 180 Grad runter und dann backe ich zu Ende. Also nochmal ungefähr eine halbe Stunde, dann je nachdem wie dick ihr das Brot macht, sollte das dann eine schöne Kruste haben. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es aus dem Ofen kommt. So, 20 Minuten sind rum. Schauen wir uns das mal an. Ja, das Brot hat schon eine schöne Kruste. Jetzt nehmen wir die Schüssel mit dem Wasser raus. Jetzt backen wir das Brot bei ungefähr 180 Grad nochmal circa eine halbe Stunde fertig. Ja, wie man sieht, schöne Kruste, schön aufgegangen, noch ein bisschen warm, aber duftet sehr lecker. Und sieht sehr gut aus.